TV Hören und Sehen, TV 14 und Good Health. Die Sprechstunde mit Dr. Dirk Heimann. Sie fragen, wir antworten heute zum Thema roter Reis. Und heute auch hier aus Barcelona. Wir sind nämlich zu Gast auf dem Kardiologenkongress. Und damit begrüße ich dich, Dirk, hier auf der Balustrade über dem Kongresstreiben unten. Dirk, das Thema roter Reis hat uns ja schon das ein oder andere Mal beschäftigt. Lass uns doch noch mal da ganz genau drauf gucken. Was hat es mit dem roten Reis zur Senkung von Cholesterinwerten auf sich? Also der rote Reis kommt aus der traditionell chinesischen Medizin. In Deutschland bekommt man das nur als Nahrungsergänzungsmittel. In diesem rot fermentierten Reis steckt dann ein Stoff, der nennt sich Monocholin K. Dieses Monocholin K, aber das ist baugleich mit einem Statin, also mit einem cholesterinsenkenden Medikament, dem Lovastatin. Das haben wir dann Millionen Jahre nach der Natur auch entdeckt. Und das heißt im Umkehrschluss, man gibt diesen rot fermentierten Reis eigentlich vor allem dann, wenn Menschen sagen, ich möchte zwar meine Cholesterinwerte senken, ich möchte das aber nicht mit einem chemischen Statin machen. Und genau dann steht man vor der Frage, greife ich vielleicht auf diesen rot fermentierten Reis zu. Aber ganz wichtig, das ist ein Wirkstoff mit Wirkungen und Nebenwirkungen. Also das heißt, es ist ein Lebensmittel, das ich in jedem Supermarkt vermutlich bekomme oder in gut sortierten Supermärkten? Nee, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Also das heißt, in der Regel gibt es es als Tablette, aber es ist eben kein Medikament. Deswegen sollte man unbedingt gucken, wo kommt denn das her? Stichwort Dosierung. Man soll das weder überdosieren noch unterdosieren. Der pragmatische Tipp ist wahrscheinlich, am besten einen deutschen Hersteller zu nehmen. Da kann man sich halbwegs drauf verlassen, dass die Dosis stimmt. Denn Nahrungsergänzungsmittel, Inka, die werden nicht so gut qualitätskontrolliert wie zum Beispiel Medikamente. Das heißt, wenn ich jetzt also unter erhöhten Cholesterinwerten leide, mein Hausarzt hat das festgestellt, ich entscheide mich für den roten Reis, wie ist da so der richtige Weg, um das zu kontrollieren und zu monitoren? Erstmal sollte ich mit meinem Hausarzt, mit meiner Hausärztin ganz offen darüber reden und sollte sagen, ich möchte vielleicht kein klassisches Statin, so Substanzen wie das Rosuvastatin, das Simvastatin, das Atorvastatin. Wenn ich da sage, das möchte ich nicht machen oder ich bekomme von all diesen Substanzen Nebenwirkungen, Muskelschmerzen zum Beispiel, dann könnte man sowas wie den rot fermentierten Reis einsetzen. Man sollte vorher aber sich genau die Leber angucken, man sollte sich die Muskelenzyme, die sogenannte CK, angucken und das bitte auch im Verlauf. Also nicht einfach dann das Medikament schlucken, also dieses Nahrungsergänzungsmittel schlucken und sagen, alles ist schon gut, ist ja natürlich. Nein, ist es nicht. Auch von diesem rot fermentierten Reis kann ich Nebenwirkungen wie eben Muskelschmerzen, Muskelprobleme und anderes bekommen. Und alles, was du jetzt gesagt hast, trifft auf eine Leserin deiner Kolumne zu. Das ist nämlich hier Frau Gabriela Agena. Danke für ihre Frage an dich, Dirk. Sie hat jetzt ganz speziell eine Frage. Sie nimmt also diesen roten Reis ein, hat davon gehört, dass es neue Dosierrichtlinien gibt. Also das heißt, sie ist sich darüber auch im Klaren, dass das wie ein Medikament im Grunde nach einzusetzen ist und funktioniert. Was hat es jetzt mit diesen Dosierrichtlinien auf sich, von denen sie hier schreibt, rund um das Monocholin K? Also wichtig ist ja, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt also nicht so viele Studien, wie wir das in anderen Bereichen bei Medikamenten haben. Aber ich habe ja eben schon gesagt, Inka, dieser rot fermentierte Reis, dieses Monocholin K, der ist eben mehr oder minder baugleich mit dem Lovastatin, also einem Medikamentenwirkstoff, den wir kennen, nur eben in diesem Fall von der Natur empfunden. Da wissen wir, so über 5 Milligramm etwa, da fängt das wirklich gut an zu wirken. Also man könnte sagen, 5 Milligramm pro Tag, 10 Milligramm am Tag, das wäre in Ordnung. Aber ganz großes Aber, nicht einfach nehmen, bitte mit dem Arzt drüber sprechen, der soll die Cholesterinwerte im Verlauf kontrollieren, der soll die Leberwerte kontrollieren, der soll die CK kontrollieren und er soll mit mir über Nebenwirkungen sprechen. Also wann sollte ich denn bitte aufmerksam werden? Und die wichtigste, Inka, ist der Muskelschmerzen ohne Grund, wie so ein Muskelkater, obwohl man gar nicht joggen war. Das wäre jetzt noch meine abschließende Frage gewesen. Worauf kann ich denn achten, wenn ich jetzt vielleicht nicht täglich beim Arzt bin, um das kontrollieren zu lassen? Muskelschmerzen ist ein Thema. Das ist mit das Wichtigste eigentlich. Das merken die meisten Betroffenen. Es können Verdauungsstörungen zum Beispiel auch sein. Auch das kann sein. Es können Leberwerterhöhungen sein,
Die spüre ich aber nicht, die sehe ich nur im Labor. Deswegen ist das so wichtig, Inka. Nur weil das eben frei in der Apotheke zu kaufen ist, heißt es nicht, dass es gänzlich harmlos ist, sondern man sollte das dem Arzt, der Ärztin sagen und die sollte genauso damit umgehen, wie auch sonst bei der Kontrolle, wenn man ein Statin einnehmen würde. Dann danke ich dir, Dirk, wiederum für all die vielen Tipps. Und wir hoffen, Frau Agena, wir konnten Ihre Frage damit auch beantworten. Für alle anderen hoffentlich war was Spannendes für Sie dabei. Und wir verabschieden uns für den Moment. Bis zum nächsten Mal.